Wunderschönes Wetter. Heute ist der 6. Mai. Ich habe noch 14 Tage bis zu meinem Wettkampf. Das sind genau 2 Wochen. Das heißt, circa eine Woche habe ich weiter noch Diät, Carbcycling. Und in einer Woche beginnt meine Peak Week. Sorry. Ich nehme wieder mal mit meinem Handy auf. Das wird angenehmer. Auf jeden Fall, Leute. Heute werde ich georgisch essen gehen mit Nanas und ihrer Mutter und unserem Priester und ein paar anderen Leuten. Und das möchte ich natürlich mir nicht entgehen lassen, deshalb werde ich, und ich kann dennoch nicht meine Wettkampf-Diät hinschmeißen oder jetzt total cheaten, und ich weiß auch nicht genau, was es dort geben wird. Aber, und checken kann ich es auch leider nicht. Ich weiß nicht genau, wie die es gekocht haben, wie die es zubereitet haben. Deshalb werde ich bis 19 Uhr fasten. So periodisch fasten werde ich. Ich werde noch Grüntee trinken und Fettbrenner nehmen hier in Wien. Ein anderer Fettbrenner, der den Hunger ein bisschen stillt. Mal schauen, was ich noch offen habe zu Hause. Und das war's. Koffein über den Tag verteilt, vielleicht ein bisschen für noch mehr Energie. Und dann werde ich essen. Werde ich schon alles ausprobieren dort. Vielleicht gehe ich dann noch ins Gym, ansonsten ist es heute ein Rest Day. Ja. Und dann mache ich weiter mein Carb Cycling. Ich habe dabei 3 Tage, die ich dabei immer wiederhole. Aber das werde ich jetzt im nächsten Video erklären, wie ich mein Carbcycling mache, wie ich es total ausprobiere. Ich bin ziemlich glücklich dabei, und die letzte Woche vor der Peak Week werde ich es genauso gleich machen, weil ich fühle mich gut. Ich fühle mich. Es sind immer 2000 Kalorien, aber ich fühle mich mit den Carbs, aber ich fühle mich gut, ich fühle mich aktiv. Es gibt manchmal Tage, wo ich mich ein bisschen schwächer fühle, aber warum sollte ich etwas ändern, wenn alles passt? Und jetzt gehe ich hier alle zur Apotheke, weil Anna ist krank seit ein paar Tagen. Und dann kann ich mich ziemlich zu Hause. Das ist die letzte Aspirin-Komplex abgetrunken, benutzt. Und ja, jetzt hole ich jetzt Medizin, packe meine Sachen und dann gehe ich in die Arbeit. Und wir sehen uns gleich, wenn wir georgisch essen gehen, Leute. Und Leute, ich war nach der Apotheke, habe ich mir jetzt noch Fleisch gekauft für morgen. Und morgen sind die Geschäfte zu. Was ich mir sofort holen musste, was ich mir holen musste, ist ein extra großes Red Bull Sugar Free. Ich bin so erschöpft, ich bin so müde. Aber ich fühle mich dennoch gut, aber dennoch, alles ist anstrengend. Stiegen steigen, obwohl ich auf den Rolltreppen bin. Aber alles ist irgendwie viel anstrengender. Aber ich fühle mich gut, ich bin so motiviert. Oh, ich freue mich schon so aufs Essen, das wird richtig gut, Leute. Und ich muss euch sagen, auch wenn ich dort richtig reinhauen werde, ich werde keine Kaloriengetränke, also nur kalorienträge Sachen trinken, Cola, Zero und Wasser, aber ich werde sicher nicht über 2000 Kalorien kommen. Und vielleicht gehe ich heute auch noch ins Gym. Aber heute ist das Essen wichtiger. So, Leute, es ist soweit. Kannst du? Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Nein, das hat mir. Meine Mama wird mich umbringen. Nein, es hat mir dieses nice T-Shirt gekauft von Zara, wo ich wo man nicht merkt, dass ich auf Diät bin, dass ich so dünn bin. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Ich habe jetzt insgesamt schon 20 Stunden gefastet. Es ist schon 19 Uhr. 20 Stunden, bis das Essen kommt, wird es 21 Stunden sein, Leute. Und jetzt sind wir gleich im Restaurant. Hallo. Wir haben einen Tisch heute wieder auf Günther. Sie sind schon da.
Alvarez, hallo. Popstars. Du topst das? Popstars. Also Popstars. Ach so. Ja, Partner. Oh. Was haben wir denn? Garojan, wie heißt das? Tarwi? Tachon. Aus was ist das gemacht? Aus Taifun. Aus Taifun, okay, diese Georgier. Danke. Ah, ich weiß schon. Ja, wir wollen spazieren. Ich habe auch in Armenien getrunken, ja. Es ist gewöhnungsbedürftig, es ist ein bisschen. So, Leute, das ist der Juice der Politiker. Gift. So, und ich schaue mir an, was ich mir bestellen werde. Das ist typisch georgisch, / armenisch. Khinkali. Khinkali. Nein, ist arabisch. Khinkali. 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 Und zweierlei Fleisch. Schauen wir mal. Kommt der? Ja. Wo ist der? Spät. Schauen wir mal. So, das hat sich Narine und Barkev bestellt. Ein Börek. Ein Börek. Khachapuri. Es heißt Khachapuri. 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 So, die Musik ist ziemlich laut, aber das ist mein Lammkotelett mit einer Granatapfelsauce und gegrilltem Gemüse. Das hat sich Nanas bestellt, einen gegrillten Lachs und Ofenkartoffeln als Beilage. Das ist so urfettig. Sie kocht, sie kennt sie singen. Weg da! Nicht deine behaarten Hände. Wir lieben dich. Der Ziegel war. Igor Kiesewatschikola. Igor Kiesewatschikola.
Muss das schön. So Leute, ich bin gerade im Gym. Ich habe gestern nicht mehr das Vlog fertig gebracht. Es war schon richtig spät. Wir sind erst um 12 Uhr aus dem georgischen Restaurant rausgekommen. Danach sind wir noch zu Fabrikanten von Mamas gegangen, ganz kurz. Und wie ihr gesehen habt, es gab noch Süßes. Ich habe nichts angegriffen, Reinhard nicht. Und ich hatte die Wahl, also habe ich mir auch cleane Sachen bestellt, also nicht allzu heftig. Und davor habe ich jetzt 22 Stunden gefastet. Und von den Nachspeisen hatte ich eine Gabel, eine kleine Portion, einen kleinen Kuchen. Und das war's, Leute. Das heißt, ich habe nicht einmal auf 1500 Kalorien an diesem Tag und über 20 Stunden gefastet. Ist zwar nicht das Beste, aber ich habe es durchgestanden. Nur für alle Fälle, weil ich wusste nicht, was im Restaurant kommen wird. Auf jeden Fall, es schaut richtig gut aus. Die Georgier haben gemerkt, dass, von anderen die Familie und die Bekannten sind alle Armenier. Und da haben sie extra armenisches Lied abgespielt, also gesungen. Und ja, waren richtig happy. Und unser Freund Garo hat so getan, als ob er Geburtstag hat, dass er gratis Kuchen kriegt. Auf jeden Fall, ja, war ein lustiger Abend, war schön. Und das Restaurant ist echt schön. Nur leider, ich finde die Portion ein bisschen zu klein. Und auch für den Preis auch. Ich dachte, es wäre wieder ein bisschen mehr sein. Als Beilage kann man immer was wählen. Nana hat zum Beispiel Kartoffeln genommen. Und das waren nur 5 Bratkartoffeln. Und ich habe die drittes Gemüse genommen. Und das war wirklich nicht einmal eine ganze Paprika und etwas Gemüse. Extrem wenig. 5 Champignons. Es auf jeden Fall. Ja, einmal hinzugehen, einen schönen Abend zu haben, ist okay. Aber man soll nicht erwarten, dass man dort satt wird. Auf jeden Fall, Leute, ich bin gerade am Cardio machen. Weil in 13 Tagen ist es soweit, dann bin ich schon auf der Bühne in Boston. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen, das Essen. Bin gespannt, ich freue mich schon in der Offseason. Ich sage euch, das sind so geile Plätze, wo man noch essen kann. Auf jeden Fall, schöne Grüße aus Wien, Leute, und bis.